dass wir alle zusammen einstehen und vielen Dank an Leute wie Tarek, die damals 2015 mit vielen Leuten nach Europa gekommen sind. 800.000 Leute haben allein in der Ägäis das Grenzregime durchbrochen und wir profitieren alle davor, dass ein Stück weit Bewegungsfreiheit in diesem Jahr gewonnen wurde. Vielen Dank. Ich darf heute für die kleine Menschenrechtsbeobachtungsorganisation Mare Liberum sprechen. Wir betreiben ein kleines Schiff in der Ägäis, um die nach wie vor stattfindenden Menschenrechtsverletzungen dort zu dokumentieren und Druck auszuüben, dass Menschenrechte dort eingehalten werden. Im letzten Jahr allein sind 174 Menschen gestorben. Doch der öffentliche Fokus aus dieser Region ist verschwunden. Nachdem die deutsche Regierung den EU-Türkei-Deal maßgeblich mit vorangetrieben und abgeschlossen hat, heißt es, diese Route sei sicher. Lügen werden verbreitet, dort würde niemand mehr sterben. Das ist falsch und wir sind dafür da, das aufzudecken, das zu dokumentieren. Und solange nicht sichere Fluchtwege und Bewegungsfreiheit in Europa herrscht, wenigstens für die Rettung dieser Menschen zu sorgen und zu dokumentieren, öffentlichen Druck auszubauen, sodass gleiche Rechte für alle in Europa gelten. Doch besagte deutsche Regierung, die diesen dreckigen Deal mit der Türkei abgeschlossen hat, ist die gleiche Regierung, die auch heute uns und andere und Seenotrettungsorganisationen auf dem Mittelmeer allgemein Stöcker zwischen die Beine wirft. Wir haben kurz vor unserem Auslaufen diesen Jahres am 25. April eine Festsetzungsverfügung bekommen. Begründet wird diese damit, dass unser Zertifikat für unser Schiff, mit dem das Schiff seit Jahren betrieben wird, nicht mehr gültig sei. Wir seien jetzt ein Frachter. Wir verschiffen aber keine Waren, was die deutsche Regierung so gerne hat. Sie tritt für Konzerne ein, freien Warenverkehr, aber Menschenrechte gelten ihnen nichts. Und wir haben diese Festsetzungsverfügung bekommen, haben sofort dagegen Widerspruch eingelegt, haben ein Eilverfahren angestrengt und diese hanebüchene Behauptung, unser Schiffszertifikat sei nicht gültig, wurde natürlich vor Gericht widerlegt. Wir dürfen jetzt wieder auslaufen. Doch so schwach ist die deutsche Regierung natürlich nicht und ihre Behörden. Eine Beschwerde wurde bereits eingelegt und das Gerichtsverfahren geht weiter. Diesen juristischen Weg werden wir weitergehen und wir freuen uns, wenn ihr das an unserer Seite mitverfolgt und uns den Rücken stärkt. Die Seebrücke ist an allererster Stelle zu nennen. Der politische Kampf geht aber darüber hinaus und auch dafür ist das heute ein ganz wichtiger Tag. Denn dahinter steht das Verkehrsministerium, geführt von Andreas Scheuer, gedeckt von der Bundesregierung, die diesen erlassen hat, dass Seenotrettungsorganisationen und auch Menschenrechtsorganisationen gemaßregelt werden und mit Restriktionen belegt werden. Wir werden weiter politischen Druck ausüben, dass dieser Erlass zurückgenommen wird. Und ich hoffe, ihr unterstützt uns dabei. Für uns ist diese Rückendeckung dieser Demonstration und dieser Bewegung hier wahnsinnig wichtig. Ohne die wäre es nicht möglich. Wir treten für die Rettung und, von flüchtenden Menschen ein und für die Wahrung gleicher Rechte an den Grenzen Europa. Doch Europa wird vor allem auch aus Deutschland gemacht. Und während man sich für Warenfreiheit und die Profite der Konzerne einsetzt, werden Menschenrechte an den Grenzen mit Füßen getreten. Das Europa der Abschreckung, das Europa der Abschottung ist nicht unseres. Wir treten für ein solidarisches Europa ein, für ein Europa der gleichen Rechte für alle, an den Grenzen und hier. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Hanno. Vielen Dank. Wir sind heute hier alle zusammen und wir mit euch für ein anderes Europa. Ein Europa der Menschenrechte, ein Europa der Solidarität. Vielen Dank.